Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Genau, pünktlich zur Schlafenszeit. So, ich habe wieder ein bisschen gewerkelt. Mal gucken, was mir jetzt noch so einfällt, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich habe in der Zwischenzeit zum Beispiel das Schienensystem, also diese Förderschienen habe ich, naja, optimiert wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich habe zumindest ein bisschen überarbeitet, weil ich dann ein paar Zinken eingebaut habe. Unter anderem war zum Beispiel ein Zinken, das hatte ich erst gar nicht bedacht, dass ja diese automatischen Räume, die ich hier habe, beziehungsweise nachher auch diese Maschinenbelader, wie die alle heißen, dass das natürlich alles schweinekalt ist, was wir hier am Material haben. Dementsprechend ist natürlich das Material, was wir hier hoch verschifft haben, hier ist einmal durchgelaufen, hat mir die ganzen Pflanzen halbwegs kaputt gemacht, weil eben Temperatur und so weiter. Das habe ich alles mal ein bisschen gefixt, wobei jetzt auch, glaube ich, alles an Material soweit bereits abgesammelt ist. Also da dürfte eigentlich nichts mehr kommen. Das sieht man ja auch hier, dass die Pflanzen alle wieder fleißig wachsen. Insofern ist alles wieder gut. Und das kann ich euch auch nochmal zeigen. Ich habe das ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch einen Schienenbelader noch reingebaut für Kohle. Es ist ein bisschen tricky. Ich habe das, wie gesagt, die Schienen habe ich hier teilweise überarbeitet. Hier funktioniert das aber soweit, dass nachher die Mehlhölzer, dass die halt abgesammelt werden und dementsprechend eingelagert werden. Normalerweise der nächste Schritt wäre jetzt, dass man hier diesen Grill, dass man den zum Beispiel jetzt noch mit einbindet, dass der automatisch beladen wird mit diesen Mehlhölzern, damit es auch dementsprechend funktioniert hier mit dem Grill. Ja, es ist mir ein Duplikant verstorben, der hatte sich hier unten, da sieht man das hier, grandioserweise eingebaut. Da habe ich es nicht mehr gebacken, den kriege ich nicht mehr rechtzeitig, ihn zu retten. Ja, das ist dann halt Pech für ihn. Ist doof, ich weiß, aber naja, das ist dann halt so. Ja, soweit funktioniert das hier ganz gut. Hier habe ich dann die Erde, die hier fleißig geliefert wird. So werden dann halt quasi die ganzen Pflanzen automatisch mit Dünger bzw. mit Erde versorgt. Das funktioniert an sich recht gut. Manuell müssen die halt immer noch geerntet werden, und sobald hier die Mehlhölzer natürlich auf den Boden fallen, werden die eingesammelt und entsprechend eingelagert. Also das habe ich hier auch weiterhin ausgebaut, wie gesagt, und dann habe ich dann hier den Belader nochmal mit Kohle komplett, dass er hier einmal Kohle, hier sieht man das wunderschön, Kohle hier runter liefert und die Generatoren werden automatisch halt mit Kohle versorgt, da hier unten noch nicht. Da habe ich eben halt noch nicht diesen Belader hingesetzt, das werde ich allerdings auch noch machen. Oder ich muss mal sehen, dass ich mir da vielleicht mal irgendwie was anderes einfallen. Das ist so ganz, gefällt mir mein eigenes System hier noch nicht. Da muss ich mir noch was zurechtbauen, dass wir möglichst wenig Belader haben, weil die natürlich auch ordentlich Strom fressen, beziehungsweise Energie fressen. Und es ist ja nun auch Blödsinn für jeden Generator, so einen automatischen Räumer hinzusetzen. Es sei denn, man hätte jetzt hier noch einen Generator hingesetzt. Das müssen wir vielleicht nochmal umbauen. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. So, ja, wie gesagt, das Schienensystem habe ich halt umgebaut. Das reißen wir ab. Also hier zum Beispiel diese Belader, die werde ich, glaube ich, nicht die Belader, sondern die, die Belader. Die werde ich abbauen, weil hier habe ich jetzt eigentlich nur noch Material, was außerhalb der Reichweite von diesem automatischen Räumer ist. Insofern kommt nichts mehr an kaltem Material. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir noch ein bisschen mehr kaltes Material bekommen. Dann hätte man das hier schön so rumführen können, dass man das Wasser hier noch extra kühlt. Weil das ist, haben wir ja immer noch das Problem, dass wir hier immer noch relativ warmes Wasser haben. So, dann habe ich mir die Wasserbassins nochmal vorgenommen. Die habe ich nochmal überarbeitet. Ich habe die ein bisschen nach unten gezogen. Das heißt, ich habe hier alles abgebaut. Habe das ein bisschen nach unten gezogen. Habe hier die Becken ein bisschen erweitert und habe hier noch zwei WCs noch mit hingebaut. Das sind nur so Durchgangs-WCs, die habe ich nur so hingebaut, weil die halt wunderbar da halt reinpassen. Und dann dachte ich mir, okay, das ist insofern ganz gut, dann können die halt mal auf Klo gehen. Was mir nur gerade auffällt, dass wir hier noch keine Waschbecken haben. Also die können sich nicht die Hände waschen. Das ist natürlich sehr schade. Aber das funktioniert insofern ganz gut. Das ist hier so eine Durchgangsschneise. Also die nutzen nicht den Weg hier oben, sondern eher den Weg. Und das passt insofern ganz gut. Dann laufen sie gleich an den WCs vorbei, können dann nochmal auf Klo gehen. Weil das ist nämlich das nächste Problem, was ich hatte, dass die Duplikanten einfach sich zu oft eingenässt haben. So, das haben wir jetzt aber wieder einigermaßen in den Griff gekriegt. Wir müssen gleich nur wieder ein bisschen Barbecue spawnen. Ja, das tut mir leid. Hier sollen sie nochmal abbauen. Hier oben hatte ich mich weiter nach oben durchgebuddelt. Ich hatte auch hier einen Generator hingesetzt mit den Batterien. Oh, guck mal hier, was haben wir hier denn Schönes? Ein Glanz-Drecklet-Ei, also von den Kameraden hier. Glanz? Glanz, ja gut, Glanz. Ja, und dann habe ich halt hier oben auch noch einen Räumer hingesetzt, noch eine Fördermaschine hingesetzt. Und das ist das, was ich meinte, das ist vielleicht ein bisschen schlauer.
dass man hier einen Generator hinsetzt, hier einen Generator hinsetzt und vielleicht sogar noch hier oben einen Generator hinsetzt. Ich weiß nicht, ob der Verteiler, ob der Räumer auch bis ganz nach oben kommt, das müsste man mal sehen, aber sonst könnte man theoretisch drei Generatoren um ihn rumbauen oder auf der anderen Seite vielleicht sogar noch, dann könnte man mit einem Belader, also mit einem Räumer, könnte man 3, 4, 5, 6 verschiedene Generatoren versorgen, theoretisch. So, das wäre jetzt erstmal so, das wäre jetzt erstmal so der Plan. Ja, hier habe ich, wie gesagt, das hatte ich alles auch schon gemacht, hier die ganzen Lagerverdichter hatte ich hier noch gesetzt. Man kann das natürlich noch ein bisschen weiter spinnen, auch gerade bei denen, ich zeige euch das mal im Sandbox. Da gibt es natürlich noch die Möglichkeit über diese intelligenten Lagerverdichter. Die haben zwar dieselbe Aufnahmemenge, aber die geben halt eine Meldung raus, wann das Lager voll ist. Und das könnte man natürlich dann auch kombinieren. Könnte man natürlich sagen, okay, man macht ein vollautomatisches Lager, indem man sagt, du hast jetzt mal die 20 so eine Boxen. Und sobald alle voll sind, wird zum Beispiel Strom für das Lagersystem abgeschaltet oder für ein bestimmtes Teil des Lagersystems. Das müsste man dann mal ausprobieren, aber das habe ich natürlich jetzt hier nicht gemacht. Ich muss sowieso mal sehen, also das ist eben halt so das, was ich auch mal sagte. Es ist natürlich schwierig, so vorauszuplanen. Wie macht ihr das? Also macht ihr das tatsächlich so, dass ihr einfach drauf losbaut und irgendwann passt dann schon alles zusammen? Oder ist es tatsächlich so, dass ihr x-mal umbaut, x-mal wieder abbaut und wieder was Neues baut? Oder wie macht ihr das? Also mal an die Leute, die jetzt natürlich Oxygen Not Included spielen. Mich würde das einfach mal so interessieren, von der Spielweise her, wie ihr da an so ein Projekt rangeht. So, was wollte ich jetzt tun? Ja, das ist eine gute Frage. Ach so, ja, richtig. Ich wollte mir angucken, was wir, wo war das jetzt? Was wir hier haben. Hier haben wir ja kaltes Biom. Es ist auch strikt ein kaltes Biom. Also ich schätze mal, hier wird diese Maschine sein. Diese Maschine, wo man Sachen abkühlen kann. Also die Sachen wirklich richtig abkühlt. Das wäre nämlich nochmal interessant. Gerade für dieses Wasser hier. Das müsste man, da könnte man vielleicht irgendwie so ein Wassersystem bauen, dass das warme Wasser hier reinkommt, abgekühlt wird und dann leiten wir das nachher um in dieses Wasserbassin, weil hier werden wir über kurz oder lang werden wir echt ein Wasserproblem kriegen, richtiges Wasserproblem, denn wir haben ja noch nicht mal angefangen, die richtigen Wasserbauteile zu bauen. Ach ja, hier habe ich übrigens noch diesen Luftreiniger noch eingebaut und ihr seht, das funktioniert recht gut, hier war vorher alles schwarz und jetzt haben wir hier vorne alles weggefiltert, sodass wir tatsächlich bis zu der Ebene tatsächlich Sauerstoff haben. Das machen wir natürlich auch nochmal hier. Aber dafür möchte ich ganz gerne erstmal das Wasser hier nutzen, beziehungsweise generell Wasserreserven nutzen, weil dafür wird das Wasser wahrscheinlich nicht ausreichen. Wenn wir dann noch Duschen bauen, wir bauen noch andere WCs und so weiter und so fort. Also wir werden exorbitant viel Wasser brauchen. Und da brauchen wir irgendwie eine Wasserproduktion, das nützt alles nichts. So, bevor meine Dupes aber verhungern, werde ich denen mal ein bisschen was spawnen, ein bisschen Barbecue. Diesen Barbecue werde ich dir noch gönnen, dass wir das eines Tages mal selber herstellen können. Irgendwann werden wir es schaffen. So. Und dann bauen wir uns mal darüber. Ich müsste mal sehen. Also hier kommt man sicherlich auch rüber, aber ich möchte mir auch die Räume angucken. Hier scheint alles voller Räume zu sein. Ich werde mal sehen, hier kommen sie ja rüber, dass wir hier mal auf jeden Fall Granit Achso, warte mal. Das wollte ich gar nicht. So, so. Granit haben wir aktiviert. Warum geht das nicht? Hä, warum kann ich da keine Leiter setzen? Hier müsste es doch gehen. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Graben. Und nur da kann ich graben. Das muss ja gleich von einer anderen Stelle ran. Hä, warum geht das nicht? Okay, dann machen wir das anders. Wir bauen mal das uns mal hier runter und dann bauen wir uns mal da runter. Ach, da kann er rüber springen. Okay, ist ja interessant. Ja gut, die können ja zwei weit springen, so ist ja nicht. Ja, die haben auch noch eine ganze Menge zu tun. Hier das alte Schienensystem, was eben hierfür ist, das habe ich hier alles auch schon angewiesen, aber ja, da passiert momentan noch nichts. So, organisch, was haben wir denn hier? Schleim haben wir hier, verschmutzte Erde, Eierschalen. Eierschalen ist organisch? Ja gut, im Prinzip ist es organisch, ja klar, natürlich. Algen haben wir hier bei 15 Tonnen, verrotteter Haufen. Okay. Müssen wir fast schon noch einen zweiten setzen hier vorne, das können wir eigentlich mal tun.
Einen zweiten Lagerverdichter und dann sagen wir doch mal, ja, weiß ich nicht, ist ja eigentlich relativ wurscht. Wir können auch Abyssalit nehmen. Oder Granit. Brauchen wir gleich zwei hin. Gut ist. Weil das ist nämlich dann unser Lagerverdichter für die organischen Sachen. Das habe ich extra hier hingesetzt, weil die sich nämlich auch gut aufheizen. Ja, gut, hier haben wir schon wieder gemäßigtes Klima. Würde eigentlich eher Sinn machen, das dahin zu setzen. Aber gut, an dieser Stelle werden wir die Basis nicht wesentlich aufheizen. Ja, wir können eigentlich bei der Gelegenheit gleich mal gucken, wie es temperaturtechnisch hier aussieht. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Bis auf diesen Bereich. Bis auf diesen Bereich. Da ansonsten sieht das gar nicht so verkehrt aus. Gut, hier haben wir die Batterien. Die können natürlich nochmal irgendwie irgendwann weg. Die sind jetzt nicht so dramatisch. Aber ansonsten temperaturtechnisch sieht das doch alles relativ solide aus. Also da haben wir schon ganz gut gearbeitet, wie ich finde. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken, dass es hier irgendwie auch weitergeht. Was mich wundert, ist, dass wir hier gar nichts sehen. Oder müssen wir tatsächlich auf die Seite? Das kann natürlich auch sein, dass wir auf die Seite müssen, dass wir hier gar nichts machen können. Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Also wir müssen uns eigentlich hier rüber buddeln, was wiederum nicht geht. Da haben wir nur einen Block Platz, ist auch doof. Oder wir springen hier einmal rüber. Dann können wir hier längs laufen. Das machen wir, glaube ich, so. Das machen wir, glaube ich, so, bevor ich jetzt noch alles auseinanderreiß. So, machen wir das so. Was hatte ich hier für Material genommen? Das ist Kupfer. Was? Kupfer? Habe ich überall Kupfererz für genommen? Okay. Kupfererz. Haben wir überhaupt Kupfererz noch? Rohmetalle, Rohmineralien. Kupfererz haben wir noch 23 Tonnen. Okay. Wir nehmen trotzdem mal Eisen. Das, obwohl ich werde das mal abbauen oder mal. So, ich will da eigentlich ganz gerne mal Eisen oder sowas hinsetzen. Oder Goldamargan. Goldamargan haben wir ein bisschen mehr. So. Dann können wir uns hier mal rüberbauen. Ja, hier ist natürlich alles voller Kohlenstoffdioxid, ne? Da haben wir natürlich. Gewinnen wir natürlich keinen Blumentopf mit. Jo. Ja, wir müssen nochmal irgendwie an Wasser kommen. Oder das irgendwie nochmal umleiten. Also so ganz gefällt mir das noch nicht. Hier konnten wir ja nicht anders bauen, weil hier ja schon dieser Raum anfängt. Also das ist. Meine Jungs und Mädels, ist natürlich kalt. Also müssen wir eigentlich auch nochmal sehen, dass wir den Jungs und Mädels auch nochmal Schutzkleidung irgendwie nochmal zukommen lassen. Diese Wärmewesten. Ja, Sauerstoff fällt dir natürlich auch, also da müssen wir ja dringend was tun. Wir können ja an das Stromsystem rangehen, weil ich muss mal eben kurz gucken. Da hatte ich die eingespeist. Da hatte ich den Kram mit drauf. Also müsste ich hier eigentlich, obwohl, naja, das wird ein Problem werden. Warte mal, da gehen wir da lang. Haben wir das ganze System drauf, ist auch ein bisschen doof. Oder wir setzen es hier hin. Ich glaube, das wäre sonst noch eine Alternative. Sauerstoff, Luftreiniger, dann nehmen wir auch nochmal den. Da müssen wir echt aufpassen. Ja, der sitzt natürlich genau da, wo das eben nicht sitzen soll. Oder ja gut, dann sitzen wir sonst dahin. Aber da brauchen, muss ich dann auch wieder massig Rohr hier. Naja, ist auch doof. Muss ich so viele Rohre da verlegen? Obwohl, hier muss das schon irgendwie hin. Warte mal, hier kommt Kohlenstoffdioxid, kommt hier runter. Wäre natürlich super, obwohl das können wir auch hier hinsetzen. Ich meine, letztendlich, ich glaube, letztendlich ist es egal. Das war der mittlere Strang. Auch ein Ding auf dieser Seite, also hier den Strang. Deswegen hier fertig. So. Also Gold, Amalgam und dann gehen wir auf den. Auf welchen Strang wollten wir jetzt rauf? Auf den Strang hier, ne? Da ist das drauf. Das heißt, ich kann über die Batterie.
So, das heißt, wir müssen noch mal irgendwie hier dann die Rohre noch verlegen. Was will ich denn hier an der Lüftung? Was soll das denn? Ja, Rohr, das ist natürlich das Problem, weil wir haben Wasser. Also wir brauchen eigentlich isolierte. Ups. Hallo, ich will da oben. Ich will hier. Da. Hallo. Boah, sag mal. Was ist denn los? So, jetzt kann ich scrollen. Ach nee, die kann ich ja noch gar nicht. Stimmt, die kann ich ja noch gar nicht. Das hatte ich dann im Sandbox-Modus. Da hatte ich mir das mal angeguckt. Genau, richtig. Das ist natürlich blöde. Jetzt natürlich die Frage. Frischwasser. Obwohl, Frischwasser können wir uns eigentlich auch von hier ziehen. Frischwasser von hier. Dann wird das. Das ist nämlich die Krux an der Sache. Man könnte jetzt natürlich sagen, man zieht sich hier das Frischwasser von da, das warme Wasser. Dann wird das hier 40 Grad warm. Und dann leiten wir es hier um. Das könnte man tun. Und das ist 40 Grad warm. Überleg, 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 überleg. Aber wir haben da ja schon eine Pumpe dran. Also wird das sogar. Wäre vielleicht gar nicht so doof sogar. Warte mal. Wir nehmen mal weiter das. Es ist der Temperaturunterschied, könnte uns natürlich zu schaffen machen. Das könnte zum Problem werden. Das könnte zu einem Problem werden. Wenn wir so einen harten Temperaturunterschied haben, dann. Könnte schwierig werden. Versuchen wir mal. Sandstein, thermisch reaktiv. Überhitzung, Überhitzung. Ich würde mal fast sagen, wir nehmen tatsächlich Abyssalit. Weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, was ich da tue. Aber ich versuche es einfach mal. So, wir brauchen Eingang. Da kommt Frischwasser rein. So, dann gehen wir hier rüber. Das war doof, aber wir gehen wieder zurück. Ein Glück habe ich noch nicht auf den Button losgelassen. So, dann gehen wir hier hoch. So, gehen da rauf. So, da kriegt er Frischwasser. Chup, chup, geht da rüber. War jetzt natürlich doof, aber. Nee, das war doch nicht so doof. Dann könnte man hier nämlich das Abwasser setzen. Doch, das geht. Das können wir machen. So, dann gehen wir. Schön, dass es gerade leckt. So, da hoch. So, dann nehmen wir hier nämlich das, das Schmutzwasser. Mit dem Schmutzwasser gehen wir bis hier und gehen da rauf. So. So, das würde bedeuten, wie gesagt, wir kriegen das, packen das warme Wasser hier rein, dann wird das einmal zum Filtern genutzt und dann kommen wir das 40 Grad warme Wasser, das geht dann das andere Rohr hier hoch und wird dann hier oben reingepumpt. Das müsste dann also wesentlich kühler sein. Also ich sag mal, so ein Temperaturunterschied, wir haben jetzt hier einen Temperaturunterschied, wir haben jetzt hier 60 Grad, 58 Grad, das geht dann in die Maschine rein, dann wird daraus 40 Grad und dann haben wir halt hier 40 Grad warmes Wasser, hier ist es gerade 30, also es wird dann sich ein bisschen erhöhen. Da wir das nachher aber wieder filtern, können wir die Temperatur auch wieder ein bisschen drücken. So, mal gucken, ob das so funktionieren tut. Vor allem mit dem Abyssalit, das würde mich auch nochmal interessieren. Also eigentlich bräuchten wir ja diese isolierten Wasserrohre, würde ich mal fast sagen. Sogar schon fast. Also hier haben wir schon gut gearbeitet. Naja gut, hier oben haben sie noch ein ganzes Stück zu tun. Na, das sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Wenn wir nämlich dann hier das Kohlenstoffdioxid wegpumpen an dieser Stelle, das ist schon echt fein, weil das ist der tiefste Punkt. Wenn wir das hier alles weggesogen kriegen, das wäre schon gar nicht so verkehrt. Das würde vor allem auch ein bisschen schicker aussehen als dieser schwarze Schmodder hier. Verschlossen. Können wir das eigentlich. Bioscan abschicken. Abschicken. Diese Tür benötigt eine Probe, um sie zu öffnen. Ja, ach was. Ach was. So, mal gucken, ob das funktioniert. Es dauert natürlich alles immer wieder ein bisschen. Dam, da, dam, dam, da. Achso, warte mal. Hier, zack.
Einstellung übertragen. Wupp, haben wir auch. Das sieht auch richtig schick aus. Also ich finde die richtig geil, diese Eisskulpturen. Das ist doch das, was ich so mag an solchen Spielen. So diese Kleinigkeiten. Und genau das ist nämlich das Problem. Hier ist nämlich Jan Hassan auch vorhin erstickt, weil er nämlich dieses ganze Kohlenstoffdioxid eingeatmet hat. Und das müssen wir natürlich auch nochmal loswerden. Meine Kälte ist eine Sache, aber dann hier alles noch voller Kohlenstoffdioxid. Und das, man sieht das ja, 1265 Gramm. Also das ist auch nicht gerade mal wenig. Das ist schon ordentlich. Und das ist ja auch alles das, was ihn ja letztendlich hier runterzieht. Und deswegen werden wir hier nachher an dieser Stelle werden wir auch nochmal schön alles wegnehmen, sodass die Luft von hier drin, das ist nämlich dann der nächste Punkt, dass wir nämlich das Kohlenstoffdioxid von hier, dass es nämlich nach unten fallen kann und dass es weggepumpt werden kann. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal wieder eine Filterung. Bis hier haben wir das ja ganz gut. Ich meine, wir hätten natürlich auch hier wegbuddeln können. Und hier sieht man das auch schön bis welchen Wirkungsgrad, sage ich mal, dieser Luftreiniger hat. Ne? Hier hat man, haben wir zwar ein bisschen Kohlenstoffdioxid, aber guck mal hier, bis hier unten geht das. Bis hier unten ist Sauerstoff komplett. Das ist schon ordentlich. So. Wie schaut das aus mit den Rohren? Die sind eigentlich fertig, oder? Oder haben wir hier noch keinen... Achso, warte mal. Ich glaube, wir haben hier noch gar keinen Strom drauf. Kann das vielleicht sein, dass wir da noch gar keinen Strom drauf haben? Doch, haben wir. Strom hätten wir doch tatsächlich drauf. Rohr ist blockiert. So, wo, müssen wir gleich mal gucken, wo das noch hängt. Eingang. Ausgang. Da geht das Schmutzwasser. War das schon immer so, dass das Rohr geblinkt hat? War das schon immer so? Das finde ich aber auch nice. So, Wasser kommt an. So, Wasser kommt an. Zack, geht rein. Und dann haben wir das und dann kommt da raus. Das müsste eigentlich funktionieren. So, jetzt muss er natürlich das Ding hier nur noch bauen. Ungültige Platzierung. Warte mal, wir werden noch ein bisschen nachhelfen. Ein bisschen. Obwohl er schon auf 9 gesetzt ist, der Witzbold. Aber ich denke mal, das funktioniert aus dem Grunde nicht, weil wir auch hier das... Ach, guck mal. Das sind immer so Kleinigkeiten, die sieht man da mal so nebenbei. Ne? Zack. So, der hatte 9. Das wollen wir mal nicht übertreiben. Wir machen mal hier auf 6. Wobei... Ja... Na, mal gucken. Weil ich hatte die, glaube ich, wieder ein bisschen runtergenommen, die Generatoren, weil... Was? Keine Kohle mehr? Was? Kohle? Kohle inaktiv? Generator inaktiv, weil keine Kohle? Batterien ausreichend... Achso, Batterie ausreichend voll. Stimmt, die hatte ich mal auf 20% runtergesetzt, genau. Die Generatoren hatte ich auf 20% gesetzt, damit die nicht... Ja, nicht übermäßig geladen werden müssen. Da kannst du natürlich nachher diese intelligenten Batterien nehmen. Da kann man das mal ein bisschen schöner machen. So, jetzt sieht man das auch wunderbar. Funktioniert wunderbar. Das ist one of the best. So. Ach, guck mal. Ah, jetzt legt er los. Jetzt liegt er los. Saugeil. So, hier können wir nochmal ein bisschen gucken, wie er arbeitet. Warum war da jetzt gerade verschmutztes Wasser? Das muss ich auch nicht so ganz verstehen. So, da pumpt jetzt erstmal das verschmutzte Wasser nach oben. Wunderbest. Wir kriegen das Wasser, das warme Wasser von oben. Und pumpen dann den Schmodder nach da. Hier kommt es oben an. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Das heißt, hier wird es auch relativ, es geht ja relativ fix hier mit dem Luftreiniger. Hatte auf Lieferung von Material? Was? Warum? Oder nimmt er Schaden? Das kann natürlich sein. Es kann sein, dass er Schaden nimmt, weil es eben schweinekalt ist an der Stelle. Weil wir haben... Na gut, 5 Grad. Mal gucken. Der ist ganz schön... Der ist ganz schön warm, das Ding hier. Guck mal, die anderen hier sind irgendwie so ein bisschen blau. Der, na gut, der ist auch voll im Betrieb. Da muss man auch sehen. Das ist natürlich auch immer interessant hier. Aber das kommt eigentlich... Aber das müsste eigentlich schon hier vorne... Guck mal, hier hast du richtig schweinewarmes Wasser. Na, schade, dass man nicht beides übereinander setzen kann. Mich würde das mal interessieren. Nämlich Flüssigkeitsoverlay mit Temperaturoverlay. Das geht auf jeden Fall... Warte mal, wo hatten wir das? Das geht hier lang. Also an der Leiter geht das lang. Okay. An der Leiter geht das runter. Also hier wärmt sich das...
Ja, guck mal, hier sieht man das so ein bisschen. Da sieht man so ein bisschen hier dieses Aufflackern hier. Da sieht man das so ein bisschen, dass es hier so ein bisschen mehr grün wird. Das ist natürlich interessant. Das wird ein bisschen mehr grün und hier wird das dann auch schon fast sogar ein bisschen orange-rot. Also wir wärmen die Umgebung schon ordentlich auf, aber deswegen ist es ja auch gut, dass wir hier tatsächlich dann das kalte Biom haben. Weil das hier dann auch so ein bisschen temperaturmäßig dann so ein bisschen wieder ausgeglichen wird. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Die haben schon wieder alles weggefuttert, das gibt's ja gar nicht. Ist auch wieder alles voll. Was ist denn da drin überhaupt? Graupelweizen abgestanden. Graupelweizen, Graupelweizen, Graupen. Alter, was haben wir denn alles an Graupelweizen? Wo haben wir das denn alles her, sag mal? Was? Ah, verhungern? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, halt. Okay. Ich glaube, wir brauchen noch eine andere Box. Die sind alle am Verhungern hier. Das finde ich gar nicht lustig. Warte mal, die müssen wir mal ganz spontan mal was spawnen hier. Nicht, dass sie mir hier eingehen. Das wollen wir natürlich nicht. So, Barbecue. Mal ein bisschen hier. Zack, zack. Hier können wir alles schön reinschmeißen. Da müssen wir dann, das, ich glaube, da gehen wir nochmal als nächstes ran, dass wir hier vielleicht mal ein paar Kühlschränke bauen. Obwohl, da brauchen wir natürlich wieder Energie für. Dann brauchen wir also, müssen wir auch wieder ordentlich was tun. So, hier alles voller Barbecue. Alles voller Barbecue. Alles voller Barbecue. Schön. Oh, alles schön voll machen den Laden hier. Wer möchte nicht in einem Raum voller Barbecue-Spieße ja, baden, kann man schon fast sagen. Ja, alles voll machen. Alles voll machen. So, jetzt das ist auch gut. Zack. Ja, habba, habba. Schön lecker, habba, habba. Von der Best. Zack. Ne, wir brauchen also natürlich Kühlschränke. Wir müssen auch sehen, dass wir dann hier noch ein bisschen mehr und besser Essen herstellen. Da sind wir bei. Ja, wir haben halt viele Baustellen wie immer, aber hier wird langsam Kohlenstoffdioxid rausgezogen. Das sieht schon gar nicht verkehrt aus. Das wird natürlich noch zwar noch eine Weile dauern, aber es geht doch relativ fix. Also hier vorne war auch viel Kohlenstoffdioxid, aber das, ja, ich weiß nicht, wie viele Zyklen das gedauert hat, aber so nach 5, 6 Zyklen, also da sah das auch schon wieder recht vernünftig aus und ich denke mal, das wird dann hier auch so sein. Das muss man natürlich auch so ein bisschen nachsuppen, ne? Also es wird natürlich noch eine Weile dauern, weil auch das ganze Kohlenstoffdioxid, was hier oben so rumschwabbelt und hier, das wird natürlich erstmal nach unten drücken. Und hier sieht man das ja wunderbar. Kohlenstoffdioxid sind wir schon bei 1800. Ich denke mal, da wird da auch noch ein bisschen was ziehen. Also bevor wir hier tatsächlich irgendwo vernünftig Sauerstoff haben, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen oder ein oder andere Zyklus. So, hier sollte die eigentlich mal, ich weiß jetzt gar nicht, Türeinstellung verschlossen. Da müssen wir mal gucken, wie es überhaupt mit dem Bofen ausschaut. Es kann sein, dass wir vielleicht in Wissenschaftler reingehen. Warte mal, das können wir eigentlich mal tun. Ellie kommt auf 8. Ich mache das mal unter Wissenschaftler. Dann sollte es vielleicht funktionieren, dass wir vielleicht an der Stelle, dass wir da schon ein bisschen forschen können. Bioscan abchecken, abchecken, ja, abchecken auch, aber abchecken geht natürlich noch nicht, wahrscheinlich, weil sie noch keine Wissenschaftlerin ist. Sie hat sich noch nicht eingeloggt. Okay. Gut, an dieser Stelle machen wir mal ein kleines Päuschen. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und ja, ich werde nochmal ein bisschen weiterspielen, wie immer. Und ja, es kann sein, dass es übrigens in den nächsten Tagen noch so ein bisschen zu Verzögerung kommen könnte, dass vielleicht die eine oder andere Folge nochmal ausfällt, weil ja, es sind noch ein paar Sachen dazwischen gekommen. Und schauen wir mal. Nur so schon mal. Nicht, dass ihr euch wundert, dass vielleicht mal eine Folge ausfällt. Ich versuche da ein bisschen gegenzusteuern, aber es kann halt immer mal sein. In diesem Sinne, schönen Dank nochmal, dass ihr da gewesen seid und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.